Es hätte so schön sein können. Nach den viel zu kleinen SimCity-Städtchen haben wir uns schon auf Cities in Motion 2 gefreut mit seinem echten Großstadtfeeling. Schließlich hat der Vorgänger 2011 von uns eine 80er-Wertung bekommen. Um es vorwegzunehmen, da kommt das neue Cities in Motion 2 nicht dran. Bei weitem nicht. Das Spielprinzip ist grundsätzlich wie 2011. Wir errichten keine eigene Stadt, sondern legen in einer bereits vorhandenen Buslinien an, Straßenbahnstrecken, U-Bahnen, Wassertaxis und Fahrzeugdepots. Weggefallen sind die Hubschrauber-Landeplätze. Dafür gibt's jetzt O-Busse, also Busse mit Oberleitungen wie bei Straßenbahnen. Wir legen Schienen, errichten Depots, legen Fahrkartenpreise fest, erledigen kleine Aufgaben. Fast wie im Vorgänger also, nur in abgespeckt. Warum abgespeckt? Weil Cities in Motion 2 zum Beispiel keine historische Entwicklung mehr bietet, wie sie der Vorgänger noch hatte. Statt über die Jahrzehnte immer bessere Fahrzeuge freizuschalten, können wir jetzt in der Kampagne und im Sandkastenmodus gleich auf alles zugreifen. Und dieses alles ist in der Praxis verdammt wenig. Es gibt zum Beispiel nur 3 Bustypen. Das müffelt schon ein bisschen nach zukünftigem Download-Content. Auch die eingestreuten Nebenmissionen bieten keine richtige Handlung, sondern könnten genauso gut aus dem Zufallsgenerator purzeln, was sie vermutlich auch machen. Hier Wolkenkratzer A mit Nachtclub B verbinden, dort 100 Rentner zum Seniorenheim kutschieren, das war's. Verbuggt sind die Aufgaben außerdem, denn oft werden die transportierten Passagiere nicht korrekt angezeigt, der Zähler bleibt einfach auf 0%. Um möglichst profitable Linien zu basteln, müssen wir die Bevölkerungsstruktur studieren. Arbeiter wollen in die Fabriken, Geschäftsleute, hier übrigens als Geschäftsmenschen tituliert, wollen in ihre Konzerne. Hier zeigen die hellgrünen Bauten die Wohnungen, die hellroten die Fabriken für Arbeiter. Und die sind einer zünftigen, preisgünstigen Busfahrt nicht abgeneigt. Egal, was für ein Fahrzeug wir einsetzen, es sind immer mehrere Schritte nötig. Sobald wir ein Depot errichtet haben, legen wir die Haltepunkte fest. Das ist schon ziemlich fummelig, weil wir die richtige Straßenseite erwischen müssen, die Einzugsbereiche gut sitzen sollten, dabei aber zum Beispiel Einbahnstraßen nicht gut zu erkennen sind. Aber es kommt noch fummeliger. Viel, viel fummeliger. Für O-Busse müssen wir nämlich Oberleitungen legen, für Straßenbahnen Schienen. Das funktioniert grundsätzlich gleich umständlich. Denn wir können nicht einfach eine lange, gerade Oberleitung oder Schiene verlegen, sondern immer nur das Stück bis zur nächsten Kreuzung. Auch wenn es danach geradeaus weitergehen sollte. Das ist nicht nur umständlich, sondern nervt extrem, weil man schnell mal ein Stückchen vergisst, vor allem an Kreuzungen. Und solche Fehler rächen sich gleich. Denn nach dem Anlegen der Stationen und der Oberleitung ist jetzt die dritte Rundum-Klick-Orgie fällig. Wir weisen unserer O-Bus-Linie die gerade erst angelegten Haltestellen zu. Warum das nicht in einem Aufwasch geht, das würden wir auch gerne wissen. Und schon hängt's. Wir haben beim Oberleitungverlegen vorhin ein Straßenstück übersehen. Prompt geht's mit der Linienzuweisung nicht weiter. Wir müssen also wieder ins Baumenü und nachsitzen. Ist aber auch kein Wunder, schließlich sind Leitungen oder Schienen nicht mehr zu sehen, sobald man mal ein bisschen rauszoomt. Wer mag, kann sich dann bei den Fahrplänen so richtig austoben. Denn Cities in Motion 2 hat Tag- und Nachtwechsel, Werktage und Wochenende, Rush-Hours, alle mit unterschiedlichen Fahrplänen. Unter der Woche müssen die Arbeiter und Angestellten früh in die Fabriken und nachmittags heim. Nachts ist kaum was los, am Wochenende geht's eher gemächlich in die Parks. Dementsprechend lassen sich die Fahrpläne anpassen. Kürzere und längere Intervalle bei den Fahrten, unterschiedliche Fahrzeuggrößen, verschiedene Start- und Endzeiten. Ein Eldorado für Optimierer also. Aber simuliert das Spiel wirklich alles richtig? Das zeigen wir etwas später im Technikabschnitt. Übrigens braucht jetzt jede Linie, egal ob Wassertaxi oder 0815-Bus, ein Depot zur Wartung. Falls wir zu wenige Fahrzeuge einsetzen, haben sie nur winzige Wartungspausen und kriechen dementsprechend auf dem Zahnfleisch. Falls wir hingegen zu viele Kisten auf die Piste schicken, riskieren wir Leerfahrten und unnötige Betriebskosten. Und noch ein Eldorado für Optimierer? Ähnlich wie in echten Großstädten lassen sich jetzt Zonen einrichten und jeweils eigene Fahrpreise festlegen. Eine Verbesserung zum alten System, in dem jedes Ticket das gleiche gekostet hat, egal ob unser Bewohner nun eine oder 20 Stationen weit fuhr. Auch neu, wir können eigene Straßen anlegen, was wiederum Neubauten anlockt. Je nach Straßentyp und Anbindung ploppen zackig neue Häuser auf und schon nach ein paar Spielminuten ist die neue Straße gut bewohnt. Auf den Straßenverkehr wirkt sich das allerdings nicht wirklich aus. Diese völlig verstopfte Brücke gehört zur ursprünglichen Stadt. Links daneben haben wir eine neue Brücke gebaut. Und selbst nach Tagen schmeißen sich unsere Bewohner lieber in den alten Stau, statt unsere schicke neue Brücke zu benutzen. Kommen wir zur spannenden Frage. Simuliert Cities in Motion 2 wirklich seine Bewohner oder schummelt es so frech wie das aktuelle SimCity? Kehren die Bewohner brav an den gleichen Arbeitsplatz zurück in die gleiche Wohnung? Testobjekt A.
Kevin Schulz scheint jedenfalls alles richtig zu machen. Mittwochmorgen um 5:45 verlässt Kevin seine Wohnung und marschiert zur U-Bus-Haltestelle. Die Fahrt führt ihn in knapp 2 Spielstunden ins Industriegebiet. Den restlichen Weg zum Hochofen wandert Kevin wieder per Pedis. Und wenn Feierabend ist, dann nimmt Kevin wieder den U-Bus, steigt allerdings eine Station früher aus. Er marschiert ins gleiche Wohnhaus wie am Morgen. Alles gut also im Bereich der Simulation? Von wegen. Achten Sie mal auf Cedric Müller-Lüdenscheid und seinen Arbeitsplatz. Schwupp, offensichtlich hat Cedric nicht nur einen legendären Nachnamen, sondern auch eine ganz besondere Fähigkeit. Er kann sich nach Hause beamen, ganz ohne Bus und so. Doch es kommt noch schlimmer. Als wir einen Feuerwehrwagen erspähen, folgen wir ihm zum Einsatzort. Schließlich gab's im ersten Cities in Motion ja richtig schicke Brände, Staus inklusive. Ob das diesmal wieder so ist? Oder gar noch besser? Doch schon die Sirenensounds, die wie ein kastrierter Kater auf Koks klingen, lassen Böses erahnen. Die Spannung steigt. Ein wenig misstrauisch sind wir ja schon, dass ein Angestellter mit Schlips und Kragen den Feuerwehrwagen steuert. Aber vielleicht gehört er ja zur Freiwilligen Feuerwehr und wurde gerade aus einem wichtigen Sachbearbeiter-Meeting gerufen, um todesmutig einen tosenden Großbrand zu bekämpfen. Nur noch wenige Meter, dann wissen wir mehr. Nö, kein Großbrand. Nicht mal ein Kleinbrand. Thomas Schneider ist einfach im Feuerwehrwagen zu seinem Arbeitsplatz im Warenlager gefahren. Das gleiche machen auch übrigens Arbeiter im Polizeiwagen, wie wir nachher noch zeigen. Auch die Wochenenden sind nicht so richtig gut simuliert. Verkehr setzt zwar tatsächlich später ein und führt stärker in Richtung Parks, Theater und Clubs, aber dieses Baseballstadion bleibt am Sonntag komplett unbelebt, obwohl unten laufend Leute reinmarschieren. Auch am Samstag war nichts los. Kein Vergleich zum Vorgängerspiel also mit seinem Wiener Prater, komplett mit animierter Achterbahn und dem berühmten Riesenrad. Weil hier tote Baseballhose herrscht, schmeißen wir einfach mal den Zeitraffer an und bewundern den wandernden Schatten. Bei der Steuerung wird's noch hanebüchner. Beispiel Wassertaxi. Hier können wir nicht einfach 2 Anlegestellen einer Schifffahrtslinie zuweisen. Der Grund? Die KI ist zu dösig, die Schiffe links herum ums Ufer zu führen. Die Kähne brauchen tatsächlich eine schnurgerade Fahrtstrecke. Also müssen wir im Baumenü einen Streckenpunkt setzen und die Linie von Hand dorthin führen. Erst dann bequemt sich das Wassertaxi, endlich seinen Job zu machen. Wenn das auch nur für den KI-Programmierer gelten würde. Wie dusselig umständlich das Anlegen einer Schifffahrtslinie ist, sieht man vor allem beim Bau einer längeren Strecke rund um eine Insel. Fast jeder zweite Klick ist unnötig. Im ersten Cities in Motion haben wir fast nur über den Streckenbau für U-Bahnen meckern müssen. Das hätte echt schlimmer kommen können. Und tatsächlich, es kam schlimmer. Dabei sind die ersten Schritte eigentlich ganz pfiffig gelöst. Mit den Bild-Rauf- und Bild-Runter-Tasten erhöhen bzw. senken wir die Strecke ab. So lassen sich Hochbahnen und unterirdische Strecken prima verlegen. Denkste, denn wegen des Depotzwangs muss eine Bahnlinie wieder in einem Depot enden. Wenn wir kein zweites bauen wollen oder aus Geldmangel nicht können, muss die Linie ihren Endpunkt also wieder im Startdepot bekommen. Blöderweise haben Depots aber immer nur ein Tor, sind also quasi Sackbahnhöfe. Ergo muss die Linie wieder zum Tor zurück, statt einfach auf der anderen Seite wie bei einem stinknormalen Bahnhof. Weil wir zwar die oberirdischen Bauwerke ausblenden können, nicht aber die Straßen, wird's schnell unübersichtlich. Außerdem sind natürlich keine engen Kurven möglich. Die Notlösung hier? Straßen abreißen. Noch schlimmer? Wenn wir an eine vorhandene unterirdische Strecke ansetzen wollen, sollten wir uns deren Tiefe gemerkt haben. Denn sonst werden wir beim Rumprobieren wahnsinnig, bis es endlich passt. Besonders peinlich? Schon im ohnehin miesen Tutorial muss man eine U-Bahn bauen, sonst startet die Kampagne gar nicht erst. Einfachste Lösung? 2 Depots mit rund 100 Meter Abstand bauen, 3 Haltestellen dazwischen, fertig ist das Tutorial. Im Vorgänger war das besser gelöst. Da konnten U-Bahnen in beide Richtungen fahren. Also, naja, wie im echten Leben halt, das hier angeblich simuliert wird. Nach all der Fummelei ist so eine Hochbahn allerdings echt cool anzuschauen. Eine Frage haben wir aber. Wie zur Hölle sind die wartenden Fahrgäste oben auf die Haltestelle gekommen, so in 44 Metern Höhe? Per Hubschrauber aus dem ersten Cities in Motion? Oder sind die gebeamt, wie Cedric Müller-Lüdenscheid vorhin? Cities in Motion 2 schafft das Kunststück deutlich schlechter abzuschneiden als sein eigener Vorgänger. In vielen Punkten wirkt das Spiel unfertig. Beim Steam-Start am 2. April konnte man die Maps nicht per Maus am Kartenrand scrollen, sondern nur mit den WASD-Tasten oder seitlichen Mausknöpfen. Die Entwickler versprachen eiligst, das im ersten Patch zu beheben. Menüs wirken amateurhaft, die Schrift ist schlecht lesbar, es gibt keinen Button zum gleichzeitigen Schließen der teils vielen Fenster. Am schlimmsten allerdings, das Verlegen von Straßenbahnschienen und Oberleitungen ist viel zu fummelig, weil man sie kaum sieht und sie immer nur bis zur nächsten Kreuzung gebaut werden. U-Bahnen sind zwar schick anzuschauen, wenn sie mal fahren, doch bis dahin mutiert der Streckenbau zur Nervenprobe, zumal es keine durchgehende Undo-Funktion gibt.
Auch diese Simulation schummelt massiv. Feuerwehr und Polizei zum Beispiel sind eine reine Farce. Früher gab es Brände und Unfälle, die Staus verursachten. Heute nutzen die Bewohner die Fahrzeuge samt Blaulicht und Martinshorn, um zur Arbeit zu düsen. Klar, wer gerne Ticketpreise, Gehälter, Strecken und Fahrpläne optimiert, der kommt auf seine Kosten, muss bei der Bedienung aber viel Leidensfähigkeit mitbringen. Wer das erste Cities in Motion hingegen noch nicht hat, der sollte sich lieber das zulegen, denn es ist viel zugänglicher und umfangreicher und sieht auch noch besser aus. Bleibt die große Frage, wann kriegen wir eigentlich endlich wieder eine gescheite Städtesimulation?